Am 23. August lief die Luxusjacht Vive la Vie in den Wismarer Hafen ein. Der Besitzer ist der Schweizer Unternehmer Willi Michel. Nach der Fertigstellung im Jahr 2008 erwarb der Multimilliardär das Luxusschiff. Es fährt unter der Flagge der Kaimaninseln. Die Yacht misst eine Länge von 60 und eine Breite von 11,5 Metern. Das Schiff fährt mit bis zu 29 Kilometern die Stunde über das Wasser. An Bord befinden sich Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 12 Gäste und 18 Besatzungsmitglieder. Am 17. September verlässt das Schiff die Hansestadt. Bis dahin kann man die Luxusjacht noch am Liegeplatz 17 im Wismarer Hafen bestaunen.